So, wir stehen hier mit einem der möglichen neuen Kandidaten für das neue Fanprojekt. Zu lesen war gerade, das Fanprojekt droht mit der Auflösung, weil zu wenig Leute sich engagieren. Jetzt stehst du hier und willst dich engagieren. Stell dich mal kurz vor. Ja, ich bin Dirk Stiller, bin 36 Jahre alt, gehe seit gut 28 bis 30 Jahren ins Stadion und leite das Fanradio seit ein paar Jahren. Das heißt, die Leute kennen dich schon, du bist kein ganz Unbekannter in der Fanszene. Genau, also ein paar, denke ich, kennen mich schon, genau. Was ist deine Motivation? Warum sagst du, komm, ich mach das jetzt? Ja, zum einen ist es ganz wichtig, finde ich, dass das Fanprojekt weiterhin besteht. Es ist der Sprachrohr für die Fans gegenüber dem Verein und sollte auch definitiv weiter bestehen. Und wenn kein anderer, wobei, das ist falsch, ich bin sowieso schon etwas länger am Überlegen, ob ich es mache. Und jetzt ist tatsächlich die Chance auch mal da, neu anfangen. Gerade jetzt auch mit der Fanszene, dass man da vielleicht wieder Stimmung ins Stadion kriegt, ein bisschen auf die Fans zugeht. Ja, viele To-Dos und Ideen auf dem Zettel. Mal gucken, was sich umsetzen lässt. In den letzten Monaten oder Jahren hat es so ein bisschen geheißen, das ist doch ein Fanprojekt für die Ultras. Was hast du denn dazu? Nein, klar, die Ultras sind eine lautstarke Gruppierung im Verein und in der Kurve und im gesamten Stadion. Aber das Fanprojekt ist definitiv für jeden Fan im Stadion, für jeden Preußen-Fan, sei es in Münster, sei es in weit entfernten Städten, auf jeden Fall das Sprachrohr. Dirk, dann wünschen wir dir viel Glück für die neuen Aufgaben, falls es denn soweit kommt. Was glaubst du, wird das Fanprojekt weiter bestehen? Ja, definitiv. Alles klar, danke. Gerne.